Während des Lebens des Gesandten sallallahu alaihi wasallam in Mekka, als die Umstände in Mekka zu beschwerlich wurden, erlaubte ihm Allah subhanahu wa ta'ala, nach Medina auszuwandern. Wir kennen die berühmte Geschichte, als das Haus des Gesandten alaihi salatu wasalam umzingelt wurde. Doch unser Prophet alaihi salatu wasalam konnte entkommen. Allah subhanahu wa ta'ala nahm seinen Feinden die Sicht und Muhammad alaihi salatu wasalam kam an ihn unbemerkt vorbei. Er verließ Mekka mit seinem besten Freund Abu Bakr radiallahu anhu. Als die Mekkaner am nächsten Morgen begriffen, dass der Prophet die Stadt verlassen hatte, schickten sie Krieger los, um ihn zu jagen. Sie engagierten den besten Fährtensucher jener Zeit, Suraqa ibn Malik. Er war berühmt dafür, alles und jeden aufzuspüren. Und er versprach, ich werde sie finden. Die Feinde des Islam setzten ein Kopfgeld aus. Auf den Kopf von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Abu Bakr radiallahu anhu wurde ein Kopfgeld von 100 Kamelen ausgesetzt, tot oder lebendig. Jeder, der sie findet, sollte 100 Kamele erhalten. Das war ein Vermögen zu jener Zeit. Ein Kamel hatte den Wert eines Mittelklassewagens. Als bekäme man heute 100 Autos. Das war jedenfalls ein gewaltiges Kopfgeld. Suraqa ibn Malik radiallahu anhu überliefert uns die Geschichte mit eigenen Worten, nachdem er später den Islam angenommen hat. Suraqa berichtet, dass er mit seinen Freunden saß, als die Nachricht kam, dass nach 3 Reitern gesucht wird. Denn nun wurde bekannt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu und ein Dritter die Stadt verlassen hatten. Überall hörte man, dass 3 Reiter in der Wüste sind. Wenn ihr sie findet, tot oder lebendig, bekommt ihr 100 Kamele. Suraqa zögerte nicht und nimmt sofort die Fährte auf. Suraqa erzählt uns später, als ich sie zum ersten Mal von Weitem sah, sank mein Pferd plötzlich zu Boden und warf mich ab. So etwas hatte es nie zuvor getan. Ich konnte Rauch zwischen mir und den 3 Reitern sehen. Ich wusste, dass etwas verkehrt war. Da holte ich meine Aslam heraus. Aslam waren Pfeile und dienten als eine Art Tarotkarten, um die Zukunft vorherzusagen. Ich holte die Aslam hervor und befragte die Götter. Ich warf die Aslam auf den Boden, um zu sehen, in welche Richtung ich gehen sollte. Was ich in den Pfeilen lesen konnte, war: Gehe nicht weiter. Ich ignorierte die Zeichen und ging weiter, da ich das Kopfgeld unbedingt wollte. Als ich ihnen erneut näher kam, geschah wieder dasselbe. Erneut wurde ich vom Pferd abgeworfen. Wieder befragte ich die Aslam. Und wieder sagten sie mir, nicht weiterzugehen. Zum dritten Mal ignorierte ich die Zeichen und ging weiter, bis ich schließlich in hörbarer Nähe war. Ich konnte ihnen zurufen, da warf mich mein Pferd erneut ab. Das Pferd war zunehmend aggressiv und mir wurde klar, das war eine höhere Macht. Diesen Mann werde ich nicht fangen können. Er stand außerhalb meiner Gewalt. Und ich wusste, dass dieser Mann seine Botschaft verbreiten wird. Also rief ich ihn zu. Ich bin eine sichere Person. Ich werde euch keinen Schaden zufügen. Erlaubt mir, euch näher zu kommen. Ich fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, mir schriftlichen Schutz zu gewähren. Unfassbar! Gerade ihm wollte Suraqa sie mit seinem Pfeil töten und im nächsten Augenblick wird ihm klar, dass sich die Botschaft des Propheten alaihi wasallam überall verbreiten wird. Und wenn sich das ereignet, wollte er den Schutz des Propheten sallallahu alaihi wasallam genießen. Seht mal, wie schnell es gehen kann. Wie der Jäger binnen kürzester Zeit um Schutz fleht. Der Prophet a.s. ließ Abdullah ibn Arqad niederschreiben, dass Suraqa ibn Malik Sicherheit genießt. Suraqa sollte nichts geschehen. Heute hast du uns beschützt, morgen werden wir dich beschützen. Als Suraqa sich umdrehte und weggehen wollte, sprach ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam an. Ja Suraqa, wie wirst du an jenem Tag aussehen, wenn du die Armbänder von Kisra tragen wirst? Suraqa war geschockt. Er brachte nichts heraus außer Kisra, der Sohn von Hormuz, als hätte er gefragt, der König? Es war unvorstellbar, dass Suraqa eines Tages die Armbänder des Königs von Persien auf der eigenen Hand tragen würde. Die persischen Könige waren berühmt dafür, viel Schmuck zu tragen, so auch Kisra. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu Suraqa, wie wirst du an jenem Tag aussehen, wenn du die Armbänder von Kisra tragen wirst? Suraqa war völlig verstört. Der Prophet a.s. war gerade auf der Flucht. Er versteckte sich vor den Quraysh, die ihn töten wollen. Und da verspricht er Suraqa, dass er den Schmuck des persischen Königs tragen wird. Suraqa konnte nicht fassen, was der Gesandte a.s. eben gesagt hatte.
Am Tag, als Mekka erobert wurde, holte Suraqa die schriftliche Zusicherung des Propheten hervor, die er von ihm 9 Jahre zuvor erhalten hatte. Suraqa wurde natürlich verschont und nahm sodann den Islam an. Später zog er nach Medina und lebte dort als einer der Gefährten. Nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als unter dem Kalifen Umar radiallahu anh das persische Reich erobert wurde und Umar ibn al-Khattab radiallahu anh die Beute verteilte, fand er eine Kiste mit den Armbändern von Kisra darin. Er ließ nach Suraqa radiallahu anh rufen und Suraqa kam zum Kalifen. Da holte Umar radiallahu anh die goldenen Armbänder von Kisra hervor und legte sie Suraqa ibn Malik radiallahu anh persönlich an. Die Anwesenden riefen: Allahu Akbar, Allahu Akbar, das ist die Erfüllung der Prophezeiung. Und in der Überlieferung von Ibn Abdul Barr wird berichtet, dass Suraqa in Medina herumgeführt wurde. Könnt ihr euch das vorstellen? Den Schmuck von Kisra, dem persischen König, in aller Öffentlichkeit zu tragen? Umar ibn al-Khattab radiallahu anh sagte: Alhamdulillah, der die Armbänder von Kisra, dem Sohn von Hormuz, weggenommen und sie Suraqa, dem Beduin aus dem Stand von Banu Mudlitsch, gab. Alhamdulillah, der sie von diesem mächtigen Mann weggenommen und diesem Muslim gegeben hat, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor vielen Jahren prophezeit hat. Das war eine von vielen wunderbaren Geschichten aus der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam.